wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein ziemlich crazy Experiment für euch vorbereitet. Und zwar habe ich mir eine... Leo lacht im Hintergrund. Habe ich mir eine Wunderbeere im Internet bestellt. Ihr fragt euch bestimmt, was ist das? Das ist eine gute Frage, denn ganz genau weiß ich es auch nicht. Ich weiß nur, dass es komplett ungefährlich ist, dass es nur in Deutschland nicht erlaubt ist im Handel. Also das hat sich noch nicht durchgesetzt, in anderen Ländern ist das erlaubt. Nur in Deutschland ist halt der Konsum erlaubt davon, aber nicht der Handel. Also ich dürfte euch das jetzt nicht verkaufen. Hatte ich auch nicht vor. Das heißt, ich werde so ein Ding mir gleich mal nehmen. Ich habe mir gleich erzählt, was damit passiert, ne? Das ist so eine Tablettenform, habe ich mir gerade schon angeguckt. Die lutscht du so, ist so eine Lutschtablette. Und das andere ist eine Beere. Das ist halt so eine Beere von der Pflanze halt. Da muss man entweder drauf rumkauen oder lutschen und dann wird dein Geschmack komplett auseinandergenommen, angeblich. Das heißt, ich könnte in eine Zitrone reinbeißen, laut der Beschreibung, und es soll so schmecken, als würde ich in einen süßen Apfel beißen. Keine Ahnung, ob das klappt. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass das nicht mehr weggeht, beziehungsweise dass das so lange dauert. Da steht, dass das 30 Minuten bis eine Stunde anhält, diese Geschmacksirrung. Du hast eben auch was anderes. Ein Beispiel gibt es, da hat es mal 18 Stunden angehalten, aber der Typ hat sich wahrscheinlich 10 von diesen Beeren gekaut. Das wird schon verwendet, teilweise in der Medizin. Ich glaube, auch für Diabetiker wird das ausprobiert, dass die halt das als Zuckerersatz nehmen. Ich lutsche jetzt einfach mal. Soll ich so eine Tablette nehmen oder so eine Beere, Bibi? Ich probiere erstmal diese Tablette auszulutschen. Das kommt jetzt hier bestimmt rüber, als würde ich die illegalste Scheiße machen. Aber es ist wirklich... Ich habe es auf Amazon bestellt. Ich habe das jetzt nicht irgendwo an der Straße irgendwo illegal erworben. Oh, Juli, bitte das nicht. Ich habe echt Angst. Das ist völlig ungefährlich. Die deutsche Apothekenseite wirbt damit. Und okay, ja, ja, okay. Gönn dir. Wie schmeckt das? Nach nichts. Echt jetzt? Als hätte ich nichts im Mund. Boah, das klingt echt komisch. So sehen die Beeren aus. Soll ich die Beere auch noch nehmen? Nein! Ja, gönn dir noch eine Beere. Ja. Aber die schluckst du jetzt nicht auch noch runter, oder? Ich habe einen ganz ekelhaften Geschmack gerade. Womit fangen wir an? Jetzt und zwar mit Hitschlers Sauer. Okay, kannst du einen hinter der Kamera oder kommst du mal rein, probierst den und bestätige mal, dass das jetzt sauer schmeckt. Oh. Ja. Ich bin... Ich war selten so gespannt, wie das jetzt schmeckt. Okay. Was ist los? Sag! Das schmeckt nicht sauer. Wie kriegt das denn? Nee, du kriegst sowas nicht, Leo. Können wir direkt den Extremtest machen und dir eine Scheibe Zitrone geben? Alter, was? Es prickelt auch so voll auf der Zunge. Es prickelt auch. Okay, Bianca. Du musst jetzt einmal. Nein, ich jeder. Du musst reinbeißen. Jeder Mensch. Nachher sagen, es wäre eine manipulierte Zitrone. Das muss sauer schmecken. Okay, ich probiere jetzt diese Zitrone. Das ist keine Zitrone. Das ist keine Zitrone. Was ist das denn? Zuckerwasser, keine Ahnung. Probier das jetzt auch aus. Bitte. Probier das aus. Das ist, schmeckt einfach nach Zuckerwasser. Die größte Gefahr, die im Internet steht, ist, dass ich jetzt einfach so 3, 4, 5 Zitronen einfach so esse, weil ich die unterschiedlich schmecke. Das wäre für deine Speiseröhre nicht voll. Dennis, willst du das ausprobieren? Nein! Das ist so, als würde ich in den Apfel, weil als würde ich... Ich will, dass du mal Salz und ausprobieren. Wirklich, null. Ein Tortilla-Chips und Salz. Du kannst mir nicht erzählen, dass es auch süß schmeckt. Mega süß. Das schmeckt so, als hättest du da eine Tonne Zucker drauf geballert. Willst du mich verarschen? Aber ich muss zugeben, ich schmecke auch das Salzige. Schmecke ich auch, aber es schmeckt sehr süß. Mach's auch bitte! Ich will es nicht! Warum nicht? Lass mich in Ruhe! Ihr könnt mich doch nicht im Stich lassen! Versucht er mich hier vor laufender Kamera zu überreden, irgendwelche Tabletten einzuwerfen? Das sind nicht irgendwelche Tabletten, das sind Pflanzen! Ja, warte, jetzt musst du mal was Süßes essen und gucken, was noch passiert. Ja, gib mir was Süßes! Hier, Schokolade. Oh nee, bestimmt kotze ich gleich einfach nur, weil ich alles wieder so durcheinander esse. Ich muss das beweisen, ich beiß so in die Zitrone rein, ich werde nichts verziehen. Einfach normal? Komplett normal. Echt ganz normal, nicht noch süßer oder so? Nee, nee. Kannst du bitte jetzt nochmal die Zitrone danach essen? Glaub das nicht. Ist nicht sauer. Null sauer. Ist nicht sauer. Ich hoffe, das hält keine 18 Stunden. Nein, wir essen gleich zu Mittag. Zu Abend. Zu Abend.
Dann werde ich auf jeden Fall schon mal ganz komische Geschmäcker zu mir nehmen. Radieschen, lecker Radieschen. Ich komme mir gerade vor, als würde ich irgendwelchen Leuten irgendwelche illegalen Sachen vorstellen. Ist es aber nicht. Das sollte eigentlich scharf sein, weil die sind richtig scharf. Ich habe die gerade eben probiert. Richtig scharf würde ich jetzt nicht sagen, aber die sind scharf, ja. Also schmecken die eher normal? Ja. Schauen doch mal auf so einer Beere rum. Überdosis kann abführen wirken. Ich stand da? Nein. Okay. Gib mir mehr. Gib mir mal eine Grapefruit, die ist bitter. Oh ja, stimmt. Für mehr Informationen scanne den Code. Toll, wieso habe ich das nicht gemacht? Okay, warte, erstmal komm du. Reiß mal rein und sag, wie bitter. Wie sauer, wie bitter. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie eine Grapefruit schmeckt. Geht. So lange her, dass ich eine. Medium bitter und nicht so sehr sauer. Aber man, also doch, schmeckt schon bitter. Boah, ist das süß! Dein Ernst? Das ist das Süßeste, was ich jemals gegessen habe. Wirklich jetzt? Wirklich? Mhm. Das ist wirklich richtig bitter. Aber ein ganz kleines bisschen scharf am Ende. Scharf? Was macht die Beere mit dir? Plötzlich schmeckst du bitter als scharf. Ich habe halt auch drei davon genommen. Scheiße. Im Endeffekt könnte ich einfach stehen und einfach nur lügen. Tue ich aber nicht. Komm, ich trinke hier aus der Flasche. Hier, ich habe auch hier. Aus dem Milch. Tetra-Pack-Flasche. Ah! Was ist das? Das schmeckt irgendwie voll bitter. Probier mal, ob die noch gut ist. Die schmeckt gar nicht nach Milch. Das ist ganz normale Milch. Mm-mm. Doch, das ist ganz normale Milch. Also klar schmecke ich, dass das irgendwie, dass da Milch drin ist, aber das schmeckt für mich tausendmal bitterer als die Grapefruit. Bitte, ich will das mit irgendwem teilen. Julian, never. Kannst du Kenny das nächste Mal überreden, so eine Beere zu schlucken? Du kannst einen Donut probieren. Hier, wir haben extra für das Experiment drei Donuts geholt. Okay, komm. Na, opfer ich mich und beiß in diesen Donut. Was soll's? Boah, lecker. Ganz normal. Echt? Mhm. Übrigens haben wir noch den absoluten Schimmelkäse gekauft. Der sieht sowas dermaßen krass verschimmelt aus, dass ich noch zu der Verkäuferin gegangen bin und gefragt habe, ob sie sicher ist, dass man sowas essen kann. Das kann man auf jeden Fall essen, der entfaltet sich noch in der Packung. Also ich bin nicht der Schimmelkäse-Fan, aber ich dachte mir, wenn der jetzt irgendwie vielleicht total süß schmeckt oder so, wer weiß, vielleicht werde ich noch zum Schimmelliebhaber. Boah, stinkt dieser Käse, riech mal. Ich will das nicht. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Kannst du mir mal einen kleinen Teller geben, wo ich das draufpacken kann? Genau unter dir. Also, übrigens, da steht, wenn ich was Heißes trinke oder Alkohol, so schnapsmäßig, dann geht die Wirkung sofort weg. Boah, der sieht ja so ekelhaft aus. Der sieht richtig ekelhaft aus. Aber ich mach das hier für euch. Nicht ekelhaft. Wie schmeckt das? Schmeckt nach Zitrone. Das, bitte probier mal. Auf keinen Fall. Dennis, kannst du den mal probieren? Ist der sehr sauer? Nicht sauer? Mein Bruder sagt, er schmeckt nicht sauer. Der ist so sauer für mich. Du willst einen Schluck trinken? Du musst auf jeden Fall noch den Zitronensaft so trinken. Kannst du das? Aber weißt du was? Meine Zunge brennt irgendwie gerade. Echt jetzt? Mhm. Es schmeckt einfach total süß. Ja, am Süßen verändert sich nichts. Ich sage. Aber ich werde jetzt auf gar keinen Fall viel davon trinken, nein, das ist ja voll cool. Weil es ja, selbst wenn es jetzt süß für mich schmeckt, trotzdem nicht süß ist, ne? Und für meine Speiseröhre und keine Ahnung was. Bibi, tut mir leid, du musst da durch. Du gehst nicht auf. Ja, Leo, ich finde das auch krass. Ja, Papa hat jetzt auch so Mist zu machen. Oh. Okay, ich probiere das jetzt. Ich probiere aber auch nur wenig. Wie Zitronenlimo oder was? Oder schmeckst du gar keine Zitrone? Zitrone schmeckt ja sauer und das schmeckt nicht sauer. Ja. Ich kann das jetzt austrinken. Das wäre super gefährlich. Oh, krass. Habe ich noch irgendeinen Geschmack vergessen? Ich habe jetzt hier sehr, sehr heißes Wasser, weil der Wasserkocher gerade oben beim Leo im Zimmer ist. Ich trinke jetzt glühend heißes Kranwasser. Geil. So. Wir haben jetzt mittlerweile 2 Stunden später. Ich habe gerade schon wieder eine Zitrone gebissen. Ich habe definitiv heute genug Zitronen gebissen. War es sauer? Das wollen wir. Es war nicht mehr sauer. Nein, es war. Doch, also es war sauer. Was laberst du? Ich dachte, du hast gefragt, ob es süß war. Nein. Es hat alles wieder wie eine scheiß Zitrone geschmeckt. Und umso krasser jetzt wieder diesen sauren Geschmack so zu haben. War auf jeden Fall ein Erlebnis, aber muss man natürlich sehr mit aufpassen und kann auch wirklich eine Gefahr darstellen, wenn man dann irgendwie einfach denkt, ja krass, ist ja gar nicht sauer oder ist ja
Ist ja mit Essig zum Beispiel genauso, wenn ihr das dann trinkt und das schmeckt plötzlich lecker. Nicht gut. Nee, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Aber eine lustige Erfahrung und... Das war's mit dem Video. Schaltet jetzt unbedingt. Das ist so ekelhaft. Ich habe gar nichts gemacht. Nein. Schaltet unbedingt in Bibis Video ein. Da haben wir Hochzeitskleider. Da hast du Hochzeitskleider getestet. Julian hat auch eins angezogen. Ich habe auch eins angezogen. Ich habe überhaupt keins angezogen. Schon viel zu spät. Ich laber nur Scheiße. Ich habe den eben so verarscht in meinem Video. Er hat ernsthaft gedacht, dass er Bräutigam bei der Hochzeit Bonbons schmeißt. Okay, das findet nur Bianca lustig. Also schaltet jetzt in Biancas Video ein. Erster Link in der Informationsbox.